Herzlich willkommen. Schön, dass du nun dabei bist bei diesem Online-Gottesdienst der Rheinkirche Düsseldorf. Wo auch immer du gerade bist und von wo auch du zuschaust, von wo du zuhörst, sei willkommen. Mach es dir bequem. Genieße jetzt diese Zeit. So wie beispielsweise ein Auto an der Ladestation für E-Fahrzeuge. Mach jetzt eine entspannte Pause, um aufzutanken, um neue Kraft zu schöpfen für deinen Alltag. Dass du gestärkt für die Aufgaben in Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, ja vielleicht an systemrelevanter Stelle wieder frisch bist, um diese Dinge fortzusetzen. Ich begrüße dich zu diesem Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute am fünften Sonntag nach Ostern beschreibt das Kirchenjahr diesen Sonntag als oder mit dem Aufruf Rogate, betet. Und das nicht nur in der Krise, nicht nur in der Not oder zu Corona-Zeiten, nein, bete immer, suche immer den Kontakt zu Gott. Bete dann laut oder leise, gemeinsam oder mit anderen, frei oder auch mit vorgegebenen Worten. Im Mittelpunkt dieses Sonntags steht also die Ermutigung zum Gebet. Manchen fällt das Beten vielleicht schwer, andere erleben es aber befreiend, um ihr Herz auszuschütten, in Gottes Nähe zu kommen, seine Stille zu erfahren. Das Gebet steht unter der Verheißung des heutigen Wochenspruchs. Ich danke Gott. Er hat mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Güte nicht verweigert. Deshalb unser Thema, das Vaterunser, das Gebet, das Jesus uns lehrt. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, danke für die Möglichkeit, jetzt mit dieser Technik auch Gemeinschaft zu haben. Wenn wir nicht persönlich nebeneinander sitzen, so können wir dennoch Gottesdienst feiern. Herr, mit dir und mit allen Christen. Ich weiß, du siehst uns, du hörst uns, ja, du kennst uns und du bist uns nah. Du willst mit uns sein. Nicht nur hier im Online-Gudi, sondern überall, wo wir uns als Christen zu dir hin ausrichten, wo wir in deine Nähe kommen. Wir bitten dich jetzt um innere Ruhe und um Frieden, um dein Wort und dich zu hören, zu verstehen. Bitte rühre uns jetzt an mit deinem Heiligen Geist, damit wir lernen von dir für unser Leben. Amen. Dein Reich komme.
Es kommt einmal ein namhafter Getränkehersteller in den Vatikan und bittet um ein Gespräch mit dem Sekretär des Papstes. In diesem Gespräch bietet der Getränkeherstellervertreter dem Sekretär an, für 200.000 Euro einen ganz besonderen Deal mit ihm einzugehen. Er müsse nur das Vaterunser ein ganz klein bisschen verändern. Und zwar in der Zeile, unser tägliches Brot gib uns heute, soll es dann heißen, unsere tägliche Cola gib uns heute. Der Sekretär des Papstes lehnt dankend ab. Daraufhin geht der Vertreter nach Hause und telefoniert mit seinem Chef und kann mit einem neuen Deal vorbeikommen. Und er ruft den Sekretär an und sagt, hey, für 500.000 Euro machen wir es. Nein, für 1 Million machen wir das, diesen Deal. Der Sekretär des Papstes lehnt dankend trotz des großen Angebotes ab. Nach einigen Tagen telefoniert der Vertreter nochmal mit seinem Chef und sagt, Chef, die wollen das nicht. Selbst 1 Million reicht ihnen nicht. Und der Chef sagt, ah, komm egal, setz nochmal das 10-fache drauf, biete ihnen 10 Millionen Euro an. Der Vertreter fährt also wieder zum Sekretär des Papstes und bereitet ihm dieses Angebot aus. Und der Sekretär kommt so ins Grübeln und grübelt. Und irgendwann nimmt er den Hörer ab und ruft den Papst an. Der Papst nimmt ab und der Sekretär sagt, Chef, sag mal, wie lange läuft nochmal der Vertrag mit der Bäckerei Innung? In diesem zugegebenermaßen nicht sehr gehaltsvollen Witz steckt aber ein ganz kleines Fünkchen Wahrheit, das mir wichtig geworden ist. Es wäre nämlich tatsächlich ein guter Werbedeal für jede Firma, für jede Plattform, in dem Vater Unser eine Werbung schalten zu dürfen. So unfassbar oft, wie dieses Gebet in den letzten 2000 Jahren gebetet wurde, wäre das die Plattform der Marketing-Deal schlechthin gewesen für jeden, der hätte da reinkommen können. Und das mit einem guten Grund. Denn Jesus selber sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 9, ihr sollt deshalb beten, Vater unser in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Diese Worte sind für viele von uns, insbesondere die, die mit Kirche aufgewachsen sind, so vertraut, so selbstverständlich. Vielleicht sogar das Gebet oder die Worte, die die meisten Menschen auf dieser Welt auswendig können. Auswendig lernen ist sowas Seltsames mittlerweile. Ich kann kaum mehr was auswendig weder lernen noch rezitieren, was ich mal auswendig gelernt habe. Aber das Vaterunser bleibt wahrscheinlich bis an mein Lebensende in meinem Kopf. Das Vaterunser scheint man immer und überall beten zu können. Das Vaterunser kann eigentlich nie schaden. Das Vaterunser kann nie falsch sein, weil Jesus doch selber ganz klar gesagt hat, das geht immer. Und dann steht da im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, 6. Vers, wenn du betest, dann zieh dich zurück in dein Zimmer. Also so ganz uneingeschränkt richtig scheint es ja nicht zu sein, denn naja, das Vaterunser nur im Privatzimmer? So ganz allein, dann ist es richtig, aber dann würden wir ja schon über Jahrhunderte als Kirche einen riesen Fehler machen mit diesem Vaterunser. Denn uns macht doch aus, dass wir in unseren Gottesdiensten dieses Gemurmel haben, wo wir das Vaterunser sprechen, für uns sprechen. Das mit dem kleinen Privatzimmer passt eigentlich ganz gut in unser Bild von Glaube als Privatsache. Unser Glaube oder unser Gebet, unsere Art und Weise, wie wir Glauben leben,
ist zu einer sehr individuellen, ganz eigenen Sache geworden. Eben zu einer Privatsache. Man kann es vielleicht vergleichen mit einem Spiegel. Der Glaube ist für uns ein Spiegel geworden. Es ist gut, einen Glauben zu haben. Da kann ich mich selber betrachten. Da kann ich mich vielleicht selber optimieren. Da ist es möglich, mir selber ein besseres Bild von mir zu verschaffen. Glaube als Privatsache wie ein Spiegel, der mir helfen soll. Gebet wie ein Spiegel, der eigentlich nur zum Sinn und Zweck hat, mich besser reflektieren zu können, mich selber optimieren zu können. Da gibt es etwas im Vaterunser, das schon ganz am Anfang stört. Nämlich das kleine Wörtchen unser. Es beginnt mit Vaterunser. Wäre das Vaterunser, wäre dieses Gebet, das Jesus selber gebetet hat, eine ganz eigene Privatsache, dann würde es ja nicht Vaterunser, sondern Vaterminer heißen. Dann könnte ich allein in meinem Zimmer sitzen, in den Spiegel hineinschauen und ganz entspannt das Vaterminer lesen und sagen, guck mal, ich soll dem anderen vergeben. Das ist etwas, was nicht so richtig in dieses Gebet des Herrn passt. Das Vaterunser ist alles andere als eine Privatsache. Otto Herrlin, der Theologe, schreibt in seinem gleichnamigen Buch Vaterunser, unser Glaube als Privatsache findet in der Bibel überhaupt keinen Anklang. Das Vaterunser ist vielmehr ein Spiegelbild des Reiches Gottes gegen die zerstörerischen Elemente der Individualisierung. Habt ihr euch mal vorgestellt, wie unser persischer Übersetzer gerade oben auf der Tribüne sitzt und diese Sätze übersetzen soll? Also als mir in der Vorbereitung kam, dass das echt kompliziert ist, wollte ich nochmal sagen, ganz vielen großen Dank an alle Übersetzer, die sich Sonntag für Sonntag die letzten Jahre hingesetzt haben und eine Wahnsinnsarbeit leisten. Aber nochmal der Satz, das Vaterunser ist vielmehr ein Spiegelbild des Reiches Gottes gegen die zerstörerischen Elemente der Individualisierung. Denn, und so schreibt Paulus im Epheserbrief Kapitel 4, es ist ja der Vater aller, den wir anbieten. Und so ist es doch gar nicht du und ich allein in unserem Kämmerchen, die das Vaterunser so ganz einsam und alleine beten, sondern jedes Vaterunser, das gesprochen wird, jedes persönliche Gebet ist ein Ausdruck des Bittens, des Flehens, der Fürbitte für andere, die nicht für sich selbst, sondern für andere bittet, für andere geschieht, gemeinsam. Denn es ist ja unser Vater. Und wenn ich das Spiegelbild nochmal nehme und versuche vielleicht ein kleines Bild daraus zu machen, dann kann man vielleicht Folgendes sagen. Das Vaterunser, das Gebet ist nicht ein Gebet, das wir beten, um uns selber besser zu fühlen. Es hat nicht das Ziel, irgendwie zurückzukommen wie ein Spiegelbild und die Haare zu gucken und zu gucken, ob man richtig gut gestylt ist oder nicht. Es ist ein Gebet, das von ganz vielen Menschen durch diesen Rahmen hindurchgeht zu einem Vater im Himmel aller. Dann wird das Vaterunser zu einem wirklichen Gemeinschaftserlebnis. Dann ist es gemeinsam eintreten bei Gott, dem Vater aller Menschen. Das Vaterunser wird in den kommenden Wochen Predigtthema sein. Es wird uns noch weiterhin begleiten. Aber mir ist es wichtig, und deshalb habe ich begonnen damit, zu erwähnen, dass die Erkenntnis voransteht.
wenn wir gleich gemeinsam beten, wenn wir das Vaterunser in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren gemeinsam auch wieder hier in der Luisenstraße beten können, dann richtet sich eben unsere gemeinsame Stimme durch diesen Rahmen, ganz ohne den Spiegel dazwischen, gemeinsam hindurch an Gott, unseren Vater. Denn Gebet ist mehr als ein persönliches Zwiegespräch. Du kannst deinen Glauben gar nicht nur für dich selber als Privatsache leben, weil Christus in seinem Gebet, dem Vater unser, eine Gemeinschaft aus uns macht. Unser Vater. Und weil Gebet kein Spiegel ist, sondern deinen Nachbarn, deine Freundin, deinen Freund, deine Schwester, deinen Bruder eben immer mit hineinnimmt in die eigene Fürbitte, in die Fürbitte des Vaterunsers. Ich lade euch nun ein, mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So möchte ich zum Ende des Gottesdienst den Segen für uns erbitten. Gott, unser Vater, segne und beschütze uns. Blicke uns freundlich an und schenke uns deine Liebe. Wende uns dein Angesicht zu und gib uns Glück und Frieden. Amen. Ich wünsche dir eine gesunde Woche. Gerade in diesen Pandemiezeiten. Und vielleicht bis zum nächsten Online-Gottesdienst am Sonntag, 24. Mai. Und denk bitte dran, bete. Ich bin sicher, dass unser Vater im Himmel uns hört und zu uns steht.